Es geht heute um die Finanzierung von Abtreibungsorganisationen. Die USA haben beschlossen, Abtreibungen nicht mehr zu finanzieren, und jetzt will die EU in diese Lücke springen. Abtreibung ist keine Zuständigkeit der Europäischen Union. Wir können doch nicht etwas finanzieren, für das wir gar nicht zuständig sind. Wo kommen wir denn dahin? Außerdem, in Deutschland ist Abtreibung immer noch eine Straftat. Sie ist nur in Ausnahmefällen nicht strafbar. Das einzige Gute an dieser Debatte ist, dass wir endlich wahr werden und Sie aufhören, von reproduktiver Gesundheit, von Humanität und Kinderschutz zu sprechen. Es geht um Abtreibung. Es geht um das Beenden des Lebens ungeborener Kinder. Das kann man, glaube ich, ganz objektiv so sagen. Das werden nicht mal Sie bestreiten. Die EU ist dafür nicht zuständig. Abtreibung ist eine Straftat. Hören wir auf, diese Dinge finanzieren zu wollen, für die wir nicht zuständig sind und die strafbare Handlungen sind, sondern kümmern wir uns um den Schutz des Lebens, anstatt es zu beenden. Danke. Frau von Storch, blaue Karte wurde gezückt. Akzeptieren Sie die Antwort? Bitte sehr. Ich wollte Sie fragen, ob Sie das Recht der Frauen auf Selbstbestimmung erachten, dass die Europäische Union sich darum kümmern. Sind Sie der Auffassung, dass die Selbstbestimmung etwa ist, was die Vereinten Nationen als Grundrechte verschrieben haben, als Grundrecht der Frauen? Ich darf Sie bitten, darüber nachzudenken, die Tatsache, dass Frauen selbst bestimmen können über ihren Körper, überhaupt nichts mit der Europäischen Union zu tun hat. Denken Sie mal bitte darüber nach. Bardzo dziękuję. Również 30 sekund na odpowiedź. Danke. Sie haben 30 Sekunden für die Antwort, bitte sehr. Also, die Global Gag Rule, da geht es exakt und präzise um Abtreibung. Da geht es nicht um das ganze andere, da geht es um Abtreibung und das Beenden von Leben. Und wenn Sie die ganze Zeit davon reden, ob die Frauen ein Recht über ihren Körper haben, ja, aber vielleicht auch mal vor der Zeugung. Dieses Reklamieren eines Rechts über den eigenen Körper setzt doch schon vor der Zeugung ein. Und in 98% der Fällen ist es eben keine Vergewaltigung, die zu einem ungewollten Leben führt.